Ich bin Rina, ich bin 13 Jahre alt und ich gehe in die 8. Klasse. Als ich die Diagnose Blutkrebs bekommen habe, war es halt einfach so, oh Gott, das bin jetzt ich. Und man sieht ja auch in Filmen, wie dann manche dann sterben. Und dann denkt man sich so, was passiert jetzt mit mir? Und dann hofft man einfach nur, dass es gut geht und dass alles klappt. Mein Arzt ist in die Tagesklinik gekommen und er hat halt gelächelt. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben eine gute Nachricht, wir haben einen Spender gefunden. Ich war einfach nur total glücklich und dachte so, jetzt werde ich wieder gesund, jetzt kannst du noch bergauf gehen. Jeden Tag haben mir meine Krankenschwestern einen Zettel an die Tür gehängt, wo dann drauf stand, wie viele Leukozyten ich hatte. Also die haben sich immer voll viel Mühe gegeben. Den Zettel hier hat mein Arzt mir geschrieben. Da hat er sich jetzt, sag ich mal, nicht so viel Mühe gegeben. Das war die Anzahl der Leukozyten, als ich dann die Tür öffnen konnte und dann endlich mal mein Zimmer verlassen konnte. Und obwohl er nicht so schön ist, bedeutet der mir eigentlich am meisten. Das ist meine Medikamentenbox. Ich habe die früher immer nur bei meiner Oma gesehen. Das sind meine OP-Strümpfe. Das ist mein Hickman-Katheter, den hatte ich hier oben drinnen. Dadurch habe ich immer meine Medikamente und meine Chemo bekommen. Das ist das Wichtigste von allen. Das hat mein Arzt mir aus San Diego mitgebracht, als er meine Stammzellen geholt hat. Das steht neben meinem Bett und wenn ich an meine Spenderin denke, dann stelle ich mir vor, wie ich vielleicht irgendwann mal mit ihr da bin und vielleicht sogar surfe. Ich habe die Sachen noch, damit ich auch irgendwann später mich immer wieder daran erinnern kann, was ich geschafft habe. Auch wenn es schlechte Momente gab, ist es ja trotzdem Teil von mir und daran möchte ich mich erinnern. Werde Stammzellspender. Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein. Registrier dich jetzt auf dkms.de.